thanks for this kind introduction. So, ich gehe wieder zum Deutschen über. Ich möchte meinen Vortrag mit einer Berliner Handschrift beginnen, aus gegebenem Anlass. Es handelt sich um eine Papierhandschrift einer arabischen Evangelienübersetzung aus dem 11. Jahrhundert, die am 18. September 1909 die damals noch königliche Bibliothek zu Berlin vom Semitisten Paul Kahle erwarb. Kahles Bonner Kollege Anton Baumstark veröffentlichte in den 1930er Jahren zwei Aufsätze, in denen er die in der Handschrift zu findenden liturgischen Rubriken als einen Beleg der vorislamischen Entstehungszeit des Textes deutete, also nicht der Handschrift, aber des dort belegten Textes, eine Hypothese, die sich später als falsch erweisen sollte. Zur Provenienz der Handschrift sagt Baumstark nur, Kahle habe die Handschrift in Ägypten erworben. Kahle war tatsächlich von 1903 bis 1909 als Pastor in Kairo tätig und dort Betreuer der evangelischen Gemeinde. In diese Zeit fällt auch der Beginn Kahles eigener Handschriftensammeltätigkeit und er muss diese Handschrift also während dieser Zeit erworben haben. Interessanterweise findet sich ein Faksimile des Kolophons dieser Handschrift bereits 1894 in der in Beirut herausgegebenen enzyklopädischen Zeitschrift El Muqtataf publiziert. Die Handschrift wird dort vorgestellt als einer der Schätze des Sinai, Kunuz Sina, wie der Titel des anonym verfassten Beitrags lautet. Entdecker dieser Schätze sei ein gewisser deutscher Dr. Grote, der nicht nur für das Faksimile der Evangelienhandschrift verantwortlich sei, sondern auch eine große Zahl fotografischer Reproduktionen der Handschriften, Schätze des Sinai, das heißt der Bibliothek des St. Katharinenklosters am Fuße des Berges Sinai, besitze. Zusammen mit der Berliner Handschrift konnte ich bis jetzt 6 der insgesamt 8 dort genannten Handschriften identifizieren. Sie befinden sich heute in London, Mailand, München, Oslo sowie eine vormals in Zürich. Der Beitrag des Muqtataf belegt, dass sie vor der Wende des letzten Jahrhunderts noch Teil der Sammlung des Katharinenklosters waren. Er belegt auch, dass Grote vor Ort mit ihnen zu tun hatte. Nach der Jahrhundertwende ist er plötzlich Besitzer der Handschriften und verkauft sie an private Sammler wie Kahle oder öffentliche Sammlungen wie die Bayerische Staatsbibliothek oder das British Museum. Grotes Name steht nicht nur mit der Provenienz der genannten, sondern mehrerer Dutzend Handschriften in Verbindung, zumeist Fragmente, oftmals auch Palimpseste, in nahezu allen Hauptsprachen des sogenannten christlichen Orients, wie Arabisch, Armenisch, christlich-palästinisch, Aramäisch, Georgisch, Griechisch und Syrisch. Allen gemeinsam ist die Herkunft aus dem Katharinenkloster. Den Forschenden, die sich mit diesen Membra des Iecta Sinaitica befasst haben, sind Grote und seine Sammlung nicht unbekannt. Er ist neben Konstantin von Tischendorf einer der Hauptverantwortlichen für die weltweite Zerstreuung des einzigartigen handschriftlichen Erbes des Katharinenklosters, die bis in unsere unmittelbare Gegenwart ihre Fortsetzung findet. Zuletzt wurde zum Beispiel 2019 vom Londoner Auktionshaus Christie's dieses Palimpsestblatt, also ein einziges Blatt, versteigert für 35.000 Pfund, damals umgerechnet ca. 63.500 Euro. Das handschriftliche Erbe des Katharinenklosters umfasst einige der ältesten erhaltenen Pergamenthandschriften. Nur die Vatikanische Bibliothek, in der sich im Übrigen ebenfalls Handschriften aus dem Sinai-Kloster und zwar ebenfalls unter Zutun Grotes befinden, kann kulturhistorisch mit dieser Sammlung konkurrieren. Der exilierte Teil der sinaitischen Handschriften ist bis heute nur unzulänglich erfasst. Zu ihm gehören einige der bedeutendsten Stücke, zum Beispiel der berühmte Codex Sinaiticus. Die Geschichte dieser exilierten Handschriften ist eng verbunden mit der der Handschriftensammler. Grote ist einer davon. Über seine Sammeltätigkeit, seine Motivation und sein Vorgehen, überhaupt seine Lebensumstände, ist allerdings nur weniges bekannt. Ich möchte hier den Prozess, der aus Grote einen Sammler sinaitischer Handschriften machte, in 3 großen Etappen nachzeichnen. Grote vor Ägypten, Grote in Ägypten und Grote nach Ägypten. In meinen abschließenden Bemerkungen werde ich noch einmal auf die Neben- und Nachwirkungen dieser Sammeltätigkeit eingehen. Friedrich Heinrich Ludwig Grote wurde am 4. Juli 1861 im niedersächsischen Päse als erstes von 10 Kindern des lutherischen Pastors Ludwig Heinrich Grote und dessen Frau Henrietta Philippi, genannt Henny, geboren. Also Grote ist hier der Älteste, der sozusagen oben raussticht. Dem Pastor Ludwig Grote war nur wenige Jahre nach der Geburt des Sohnes eine folgenschwere Karriere als Publizist beschieden, die ihm nicht nur politische Verfolgung, eine Reihe von Haftstrafen und Amtsenthebung einbrachte, sondern die gesamte Familie bis hin zum Tod seiner Frau im Jahr 1882 im Schweizer Exil schwer belastete. Ausgelöst war
Auslöser war der Deutsche Bruderkrieg von 1866, der eine Annexion Hannovers durch Preußen zur Folge hatte und für Grote entscheidend die Autonomie der lutherischen Landeskirche Hannovers bedrohte. Grote blieb zeitlebens Anhänger der welfischen Monarchie und Gegner des sogenannten preußischen Unionsgedankens, das heißt der Zusammenführung der lutherischen mit den reformierten Kirchen. Die Repressalien, vor allem Flucht und Gefängnis, die er dafür in Kauf nahm, wirkten sich unmittelbar auf alle Mitglieder der Familie aus. Henny, seine Frau, konnte bald für die kleine Mannschaft, wie sie nannte, nicht mehr sorgen und war froh, wie sie schon 1870 an den inhaftierten Mann schreibt, wenn ich einen Teil davon an gute Freunde verteilen kann. Zu ihnen zählte der im Hessischen tätige Pfarrer Wilhelm Wilmer, dessen Wilmersches Privatinstitut unser Friedrich Grote ab 1870 in Melsungen besucht. 1877 flieht dann der Vater ins Schweizer Exil nach Genf. Dort muss Friedrich Grote seine Reifeprüfung ablegen, um anschließend studieren zu können. Allerdings aufgrund der prekären Situation der Familie musste er sich zum Leidwesen des Vaters auch an der sogenannten Faculté de l'Oratoire der Freien Evangelischen Kirche Genfs einschreiben. Über diese Studienzeit lässt sich relativ wenig ermitteln. Allerdings wissen wir, dass während dieser Zeit, 1882, Friedrich Grote bereits eine erste Sinai-Reise unternimmt, auf die ich gleich noch eingehen werde. Er studiert beim Neutestamentler Eduard Barth und verteidigt bei diesem 1885 eine Abschlussarbeit mit dem Titel Essai sur la méthode de la prédication de Jésus-Christ des Apôtres. Um eine Promotion, die Grote zum Führen des Titels eines Doktor Philosophie berechtigt haben würde, mit dem er sich ab den 1890er Jahren zu schmücken pflegte, wird es sich nicht gehandelt haben. Und schon argwöhnische Zeitgenossen haben hier Zweifel angemeldet, also ob er sozusagen wirklich promoviert hat, ob er wirklich Doktor war. Nach kurzer Tätigkeit als Hauslehrer begann Grote 1886 an der Deutschen Protestantischen Kirche in Mailand, der Chiesa Cristiana Protestante in Milano, ein Vikariat. Das Kirchenarchiv besitzt heute noch eine Reihe von Briefen aus der Korrespondenz Grotes mit dem Konsistorium, darunter auch sein Kündigungsgesuch, aus dem ich gleich noch zitieren werde. In diese Mailänder Zeit fällt auch Grotes erste Eheschließung mit der Schweizerin Mathilde Dumonal. Aus der Ehe ging ein Kind hervor, das allerdings 1902 bereits noch, nicht einmal zweijährig verstirbt. Mathilde stirbt schon 1901, nur wenige Monate nach der Geburt. Diese tragischen Umstände sind für die Einschätzung des Ägyptenaufenthalts Grotes nicht unerheblich. Er muss ihn nämlich spätestens 1900 unterbrochen haben und wahrscheinlich gingen dem schon weitere Unterbrechungen voraus. Über seine primäre Motivation und die ausdrücklichen Absichten, die er mit seinem Ägyptenaufenthalt verband, gibt schon das erwähnte Kündigungsgesuch Auskunft, das auf den 11. September 1889 datiert. An das Konsistorium der Chiesa schreibt er darin, nach gewissenhaften persönlichen Erwägungen und ermuntert durch die Beratung theologischer Freunde bin ich zu dem Entschluss gekommen, aus dem Kirchendienst auszutreten, um mich ausschließlich den theologischen Studien widmen und dadurch auf Ausübung einer akademischen Lehrtätigkeit vorbereiten zu können. Eine außerordentliche Gelegenheit, die sich mir in diesem Augenblicke darbietet, behelfs Benutzung der Katharinenbibliothek nach Sinai zurückzukehren, bestärkt mich in meinem Vorhaben. Der Plan einer Ägyptenreise zu wissenschaftlichen Zwecken muss Grote zu diesem Zeitpunkt, er muss diesen Plan schon länger gehegt haben zu diesem Zeitpunkt. Interessanterweise spricht er hier auch von einer Rückkehr auf die Sinai-Halbinsel. Diese erste Sinai-Reise, die auch in anderen Quellen belegt ist und offenbar zwei Monate dauerte, unternahm Grote 21-jährig im Jahr 1882 als Begleiter des gleichaltrigen hessischen Grafen Adalbert zu Erbach-Fürstenau, der kurz nach Hennys Tod, also nach dem Tod der Mutter Friedrich Grotes, zum Freund und Förderer der Familie wird. Im Jahr 1887, also zwei Jahre vor der Kündigung in Mailand, sponserte Erbach-Fürstenau auch eine Reise ins Heilige Land. Ein Jerusalem-Aufenthalt resultierte in Grotes einziger nachweislicher akademischer Publikation, ein der biblischen Archäologie gewidmeter Aufsatz mit dem Titel »Wo liegt Golgotha?« Der Text changiert zwischen wissenschaftlicher Diskussion und Reiseberichten mit orientalisierenden Tendenzen. So berichtet Grote zum Beispiel von einem Spaziergang mit einem Araber bei Mondschein. Leider ist aus der Publikation nicht zu entnehmen, ob Grote, abgesehen vom Bibelhebräischen, tatsächlich irgendeine nahöstliche Sprache beherrschte. Dieser Umstand ist nicht ganz unerheblich für die Frage, woraus sich eigentlich sein Interesse an christlich-orientalischen Handschriften speiste. Ich denke, dass die Bekanntschaft mit Erbach-Fürstenau, der sich als Spezialist mittelalterlicher europäischer Buchmalerei etablieren sollte, einen ersten Anstoß gegeben haben muss. Hier haben wir einen engen Freund Grotes mit Interesse am Nahen Osten und an mittelalterlichen Handschriften. Vielleicht wurde bereits auf der gemeinsamen Palästina-Reise Ausschau nach Antiquitäten gehalten.
Was Grote betrifft, so belegt das Kündigungsschreiben ein primär wissenschaftliches Interesse an den Handschriften des Katharinenklosters. Dazu muss aber bald auch ein praktisches monetäres gekommen sein. In zeitgenössischen Quellen taucht eine ganze Reihe von Finanzmitteln auf die er zurückgreifen konnte oder musste. 1891, also kurz nach der Übersiedelung nach Ägypten, verdingte er sich zum Beispiel als Reiseführer einer Gruppe von YMCA-Pilgern, deren finales Ziel ebenfalls das Katharinenkloster ist. In einem kurzen Bericht über diese Reise ist davon die Rede, dass Grote sie zu Vorbereitungszwecken für eine Missionstätigkeit unter den Beduinen des Sinai genutzt habe. Tatsächlich erhielt er zur selben Zeit auch Gelder der Free Church of Scotland, die diese Missionstätigkeit förderte. In seiner Missionarsrolle begegnete er dann auch den schottischen Schwestern Agnes Smith-Lewis und Margaret Dunlop Gibson bei ihrer ersten Sinai-Reise kurz vor Ankunft im Kloster im Februar 1892. Lewis hat die Begegnung in ihrem Reisetagebuch wie folgt festgehalten. Our tents were pitched at the foot of the Nook Power and there to our great delight we met Dr. Grote, an Anglo-German missionary to the Bedouin who had been spending the 3 months of winter in the convent and had made good use of the time in exploring its Greek library. He had no tent but slept on an airbed just on the sand and ate with his Bedouin escort. He reported that most of the Tawara are simply starving and very thankful for the dose of bread they get from the convent. He had been trying to persuade the archbishop to open a school for their children and had done them a real service by getting the Egyptian government to release them from a very unnecessary quarantine. Bemerkenswert ist hier die Aussage, Grote habe im Winter 3 Monate innerhalb des Klosters gelebt und dessen griechische Bibliothek genutzt. Der Umgang mit griechischen Handschriften scheint nicht nur mit den im Mailänder Kündigungsschreiben formulierten Absichten übereinzustimmen, sondern er ist auch anderweitig belegt. Und zwar sollte Grote vor Ort im Auftrag der Kirchenväterkommission der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften gegen Bezahlung Handschriften kollationieren. Es wird sich dabei wahrscheinlich um jene außerordentliche Gelegenheit gehandelt haben, von der er selbst spricht. Verschiedene Quellen berichten davon, dass Grote wohl zwischen 1892 und 1894 eine 3-monatige Gefängnisstrafe wegen Diebstahls abzubüßen hatte. Auch dieser Vorfall steht sehr wahrscheinlich mit einer angespannten finanziellen Situation im Zusammenhang. Alba Fedeli hat einen Auszug aus der persönlichen Korrespondenz zwischen Margaret Dunlop Gibson und James Randall Harris veröffentlicht, der unzweifelbar deutlich macht, dass auch die sinaitischen Mönche Grote des Diebstahls bezichtigten. Harris sah sich in den 1890er Jahren genötigt, das Verschwinden einer Reihe von Handschriften anzuzeigen oder öffentlich zu machen, mit denen er 1889 noch im Kloster gearbeitet hatte. Einige davon landeten in Birmingham, London und Mailand. Sie nahmen den Umweg über Buchhändler, unter anderem den Leidener Antiquar Erik von Scherling. Dieser hatte nachweislich von Grote Handschriften erworben, darunter ein Fragment der von Harris vermissten. Und sie in einem seiner Kataloge mit einem merkwürdigen Herkunftsvermerk versehen. Ein deutscher Reisender habe sie 1893 gegen verliehenes Geld als Pfand vom Katharinenkloster erhalten. Der Reisende ist natürlich kein anderer als Friedrich Grote, der später ausdrücklich behauptete, alle seine Handschriften auf dem ägyptischen Antiquitätenmarkt erworben zu haben. Wir können feststellen, dass Grote 1891 im Kloster tätig war, oder ab 1891. Im März 1894 erscheint der Artikel im Muktataf, der eine Art Vorankündigung seiner Entdeckungen sein soll. Die wichtigste Entdeckung ist die Scriptio Inferior eines Palimpsests in christlich-palästinischem Aramäisch. Dieser westaramäische Dialekt befand sich zu dieser Zeit noch im Begriff der wissenschaftlichen Erschließung. Neue Textfunde konnten so große Begeisterung erregen, nicht zuletzt, weil die allerdings mehr fromme als wissenschaftliche Vermutung bestand, dass es sich um jene Form des Aramäischen handle, die Christus selbst gesprochen hat. In der zweiten Hälfte desselben Jahres gingen durch die internationale Presse und durch Fachzeitschriften Berichte über große sinaitische Entdeckungen. Der Grundtenor ist aber eher skeptisch bis ablehnend. Der Leipziger Orientalist Albert Sozin nennt die im Muktata formulierten Erwartungen überspannt. Der Bibliothekar und Historiker Otto Hartwig bezeichnet den gesamten Artikel als kindlich. Er weiß auch von Grotes Haftstrafe und warnt ausdrücklich vor ihm. Allem, was etwa Herr Grote anbieten sollte, muss man mit größtem Misstrauen begegnen. Einer der Hauptkritikpunkte bestand darin, dass Grote offenbar dieselben Handschriften zu publizieren beabsichtigte, mit deren Erforschung und Veröffentlichung Gibson und Lewis seit 1891 befasst waren. Nach 1894 tritt Grote auch nicht mehr als Entdecker, geschweige denn Wissenschaftler in Erscheinung. Es ist davon auszugehen, dass die Ablehnung, auf die die Bekanntmachung seiner Entdeckungen stieß, zusammen mit der fehlenden Einbindung in akademische Netzwerke und der Schwierigkeit der Beschaffung von Finanzmitteln ihn von der Absicht Abstand nehmen ließ, eine akademische Karriere anzustreben.
Der Text ist von ihm entdeckten christlich-palästinisch-aramäischen Palimpsests, wird 1906 von dem Semitisten Hugo Dünsing veröffentlicht. Zur Provenienz schreibt Dünsing lediglich: Die hier veröffentlichten Texte und Textteile finden sich in Handschriften und Handschriftenfragmenten, die mir ein Privatmann zur Durchsicht anvertraute. Er gestattete mir die Herausgabe in Erwiderung einer Gefälligkeit, die ich ihm mit der Bestimmung dieser und vieler anderer Handschriften und Handschriftenteile erwiesen hatte. Erst 30 Jahre später sollte Dünsing die Identität dieses Privatmannes lüften. Jedenfalls befindet sich um 1906 das Palimpsest, das 1894 noch Teil der Klosterbibliothek war, in Grothes Besitz. Etwa zur selben Zeit muss auch der Verkauf der arabischen Evangelienhandschrift an Kahle stattgefunden haben. Daran schließt sich nun die zentrale Frage an, wie dieser Erwerb sich vollzogen haben kann. Meines Erachtens sind nur drei Szenarien denkbar, von denen zwei bereits zur Sprache kamen. Erstens Diebstahl oder zweitens Kauf auf dem ägyptischen Antiquitätenmarkt. Szenario 3 ist die Erwerbung im Kloster selbst, die Mitwirkung eines Insiders, also eines sinaitischen Mönches, voraussetzt. Szenario 1 ist das am schwersten zu belegende. Zwar wurde Gibsons Bericht zufolge Grothe selbst von den Vätern des Sinai des Diebstahls bezichtigt und Grothe aufgrund von Diebstahl inhaftiert, aber es ist nirgendwo davon die Rede, dass seine Haftstrafe mit dem Diebstahl von Handschriften in Zusammenhang steht. Und wir können auch nicht ausschließen, dass an der Entwendung aus dem Kloster nicht ein Insider beteiligt war. Ich möchte auch das zweite Szenario nicht ausschließen. Sinaitische Handschriften befanden sich mindestens seit den 1880er Jahren auf dem ägyptischen Antiquitätenmarkt und konnten in Kairo oder anderen von europäischen Reisenden frequentierten Orten erworben werden. Was dieses Szenario etwas unglaubwürdig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass Grothe spezifisch nach sinaitischen Handschriften hätte Ausschau halten müssen. Mir ist bisher kein einziges Stück seiner ehemaligen Sammlung bekannt, das nicht aus dem Katharinenkloster stammte. Zudem macht seine angespannte finanzielle Situation es ebenfalls unwahrscheinlich, dass er regelmäßig Antiquitäten ankaufte. Aus demselben Grund ist der durch von Scherling kolportierte Bericht der Pfandleihgabe auch nicht glaubwürdig. Vielmehr sehen wir Grothe selbst als Verkäufer in Erscheinung treten. Zum Beispiel ist der sogenannte Codex Climacheres Scriptus, ein syrisch-christlich-palästinisch-aramäisches Palimpsest, das heute Teil der Green Collection ist und im Washington Museum of the Bible ausgestellt wird, durch Agnes Smith Lewis in den Jahren 1895, 1905 und 1906, also sozusagen in Stücken, in Kairo und Suez von einem, wie sie sagt, Deutschen mit Verbindungen nach Berlin erworben worden. Eine Beschreibung, die auf jeden Fall auf Grothe zutrifft, wie kürzlich auch Christa Müller-Kessler festgestellt hat. Wenn Grothe also tatsächlich der Verkäufer des Codex Climacheres Scriptus war, dann ist bereits 1895 seine Beteiligung am Handel mit sinaitischen Handschriften dokumentiert. Die dritte biografische Etappe ist sodann von der Auflösung einer Sammlung, einer großen Sammlung sinaitischer Handschriften charakterisiert. Aus der Korrespondenz zwischen Georg Graf, dem Verfasser der bedeutendsten Literaturgeschichte des christlich-arabischen Schrifttums, und Emil Kratzl, der bis 1939 Akquisor orientalischer Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek war, geht hervor, dass diese Bestimmungsanfragen, wie zum Beispiel an Dünsing, aber auch an Graf gingen sie, nur geschäftlichem Erfolg dienen sollten, wie Graf sich ausdrückt. In der Kontaktaufnahme mit deutschen Orientalisten muss also eine Art erster Schritt einer Verkaufsstrategie bestanden haben, die dennoch nicht aufzugehen schien. Die Korrespondenz zwischen Graf und Kratzl belegt zum Beispiel, dass Grothe Anfang der 1920er Jahre intendierte, seine gesamte Sammlung an große ausländische und wohl aufgrund der Inflation nicht an deutsche Institutionen zu verkaufen. Graf gegenüber erwähnt Grothe das British Museum. Dort finden sich tatsächlich heute unter anderem zwei der im Muqtataf genannten Handschriften, aber auch noch andere Handschriften aus der Sammlung Grothe. Und auch an die Bibliothèque Nationale de France wurden Handschriften verkauft. Dem direkten Verkauf an Bibliotheken schien kein großer Erfolg beschieden gewesen zu sein. Deshalb versucht es Grothe auch über Antiquare. Der besonders unter Syrologen berüchtigte Katalog 500 des Leipziger Antiquars Karl Hirsemann aus dem Jahr 1922 enthält mehrere Dutzend sinaitischer Handschriften, darunter wieder eine der im Muqtataf genannten. Und es wurde in der Forschung bereits die Vermutung geäußert, dass alle diese dort genannten sinaitischen Handschriften aus der Sammlung Grothe stammen. In den Jahren zwischen 1918 und 1922, in denen Grothe mit seiner zweiten Frau dann im württembergischen Leutkirch lebt und als Reformschullehrer wirkt, begann die sukzessive Auflösung der Sammlung. Ein profitorientiertes Interesse ist dabei zum Schluss nicht mehr zu erkennen. Sechs christlich-arabische Handschriftenfragmente wurden zum Beispiel 1921 von der Bayerischen Staatsbibliothek für 400 Mark erworben.
1922 kauft das Semitic Museum der Universität Harvard 3 syrische Fragmente für $5. Und bereits 1919 schenkte Grote der Benediktinerabtei St. Martin in Beuron eine Reihe von Palimpsesten. 1920 wird Grotes zweites Kind geboren, das tragischerweise wie schon das erste nach nicht einmal 2 Jahren verstirbt. Todesdatum ist der 10. Juli 1922. Kurz zuvor war die Familie nach Regensburg in Bayern umgezogen. Grotes Berufsbezeichnung im Einwohnermeldebogen lautet Privatsammler. Nur 2 Monate nach dem Tod des Sohnes am 15. August 1922 stirbt dann der Sammler selbst an einem Herzschlag. Seine Frau scheint zuerst wieder nach Leutkirch zurückgekehrt zu sein, wo sie bis 1924 gemeldet war. Bis 1948 lebt sie dann in Berlin. Hier ging laut Graf während des Zweiten Weltkriegs ein beträchtlicher Teil der Sammlung verloren. Er soll von russischen Truppen zerstört oder verschleppt worden sein. Käthe Grotehahn zog 1848 dann ins hessische Bad Homburg, wo sie 1950 von Graf auch persönlich besucht wurde, der noch einmal einen Blick auf die Sammlung werfen konnte. Die Witwe des Sammlers hatte Graf darum gebeten, ihr beim Verkauf der Sammlung behilflich zu sein. Graf hätte die Sammlung gerne durch die Bayerische Staatsbibliothek erworben gesehen, aber das kam nicht zustande, wahrscheinlich weil Kratzl den Preis als unverhältnismäßig empfand. Und um 1954 wurde dann eben dieser Rest der Sammlung von der Vatikanischen Bibliothek erworben, allerdings ohne Grafs Zutun, der auch den Erwerbungspreis nicht ermitteln konnte. Welche und wie viele Handschriften der Vatikanischen Bibliothek aus der ehemaligen Sammlung Grote stammen, wurde bis jetzt auch noch nicht systematisch untersucht. Einige sind bekannt. Grotes Witwe hatte jedenfalls kein persönliches Interesse an diesen Handschriften und wird in früheren Publikationen irreführenderweise selbst als Sammlerin bezeichnet. Sie ist eher zufällig Sammlerin geworden, hat aber aktiv an deren Zerstreuung mitgewirkt. Diese Sammlung Grote ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie der Handschriftenerwerb privater Sammler einen extrem desintegrativen Effekt auf Handschriftenbestände und sogar einzelne Handschriften haben kann. In mehr als einem Fall hat Grote selbst Handschriften weiter fragmentiert und an verschiedene Interessenten verkauft, die zum Teil diese Fragmentierung dann wieder fortsetzten. Ich komme damit zu meinen abschließenden Bemerkungen. Wie ich eingangs erwähnt habe, zirkulieren immer noch Stücke der ehemaligen Sammlung Grote auf dem Antiquitätenmarkt. Das erwähnte Stück, das vormals im Besitz des norwegischen Privatsammlers Martin Skøyen war, wurde von einem anonymen Käufer erworben. Sein aktueller Aufbewahrungsort ist unbekannt und es ist dem weiteren wissenschaftlichen Zugang entzogen. Die Sammelaktivität Grotes hat damit auf lange Sicht kulturelles Erbe nachhaltig geschädigt. Was im Zweiten Weltkrieg davon verloren ging, lässt sich zum Beispiel gar nicht mehr feststellen. Was den Zweiten Weltkrieg überstand oder bereits davor verkauft worden war, findet sich heute in Institutionen auf der ganzen Welt. Auch wenn die Handschriften und Fragmente dort sicher aufbewahrt sind, ist ein enormer Aufwand für Forschende damit verbunden, oft einzelne Blätter derselben Handschrift in 2 bis 4 unterschiedlichen Bibliotheken zu lokalisieren. Die Aufbewahrung in öffentlichen Sammlungen schützt aber auch nicht immer vor weiteren Bewegungen der Handschriften. 2009 ließ das Westminster College der Universität Cambridge den schon erwähnten Codex Climaci Rescriptus über das Auktionshaus Sotheby's versteigern. 2010 erwarb die Handschrift die Green Collection und stellt sie seitdem zu bekanntermaßen politisch fragwürdigen Zwecken im Washingtoner Museum of the Bible aus. Auf der Webseite findet sich zwar mittlerweile ein Digitalisat der Handschrift inklusive Provenienzvermerk und ein Studium des Textes scheint damit gewährleistet, aber Handschriften sind natürlich mehr als Textträger. Der Mediävist Stephen Nichols hat von einem materialisierten kulturellen Drama gesprochen, das die gesamte Biografie, auch die gegenwärtige, einer Handschrift prägt und Teil ihrer Semantik wird. Fragmentierung und Dispersion schwächen Handschriften, ganz abgesehen von eventuellen materiellen Schäden, als historische Quellen auf genau dieser semantischen Ebene. Sammler wie Grote sind unbestreitbar Verursacher dieser Schwächung. Im konkreten Fall ist davon die Integrität des handschriftlichen Erbes des Katharinenklosters betroffen. Jede exilierte sinaitische Handschrift ist ein potenziell fehlendes Puzzlestück für unser Verständnis der Geschichte dieser Sammlung und der sprachlichen und kulturellen Vielfalt ihrer Zusammensetzung. Dem lässt sich meiner Ansicht nach nur mit einer gründlichen Dokumentation der exilierten sinaitischen Handschriften entgegenhalten. Hierzu gehört auch die Aufarbeitung der Biografie der weniger bekannten, nicht akademischen Sammler, zu der ich mit meiner Beschäftigung mit Grote beizutragen versuche. Vielen Dank.